Moin Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge GTA 3. Kurz ab, beziehungsweise kurz vorab sagt man ja immer, gestern kam kein Stream. Der Grund dafür ist folgender: Ich habe mit Spacken LP zusammen was geplant. Wir wollen nämlich heute Abend Minecraft streamen. Ich hoffe, es klappt alles, sonst wird es einen Single-Stream geben. Heute wird auf jeden Fall gestreamt. Natürlich auch vom Deutschlandspiel, dass ihr noch danach auch das Spiel anschauen könnt. Pardon, falls ich ab und zu husten muss. Ich bin im angeschlagenen Stadion, also Stadium sagt man ja, und mir geht's einfach nicht so geil. Aber das macht nichts, Videos kommt trotzdem auch Stream heute Abend. Ich hab keine Gründe dafür zu schwänzen, sage ich immer. Genau. Was ist hier los? Den Ort kenne ich irgendwie gar nicht. Genau, also heute Abend auf jeden Fall Stream. Minecraft entweder mit André oder halt irgendwie dann alleine so. Alter, ich muss das mal ausblenden hier während der Aufnahme. Wir fahren auf jeden Fall mal hier lang. Oh, Schmiergeld. Und ein kaputtes Auto. Naja, auf jeden Fall, wir spielen ja nicht GTA, um mit rumzufahren. Wir. Entschuldigung, Leute. Ich bin etwas tot. ja, ich schleppe diese Erkältung seit 5 Wochen rum. Und ja, wir sollten mal aussteigen, weil wir tot sind gleich sonst. Ja, es wird gleich eine Mega-Explosion geben. Oder auch nicht. Und ja, der Taxifahrer hat Fangsnapel umgerissen. Und ja, wir klauen uns jetzt hier mal so ein Inferno. Was können? Ne, ein Sita ist es. Alter, die Autos schauen irgendwie von GTA zu GTA auch alle ganz schön anders aus noch. Also ein Sita sieht jetzt in GTA San Andreas zum Beispiel komplett anders aus, als hier in einem GTA-Teil von 2001. Ist schon krass. Ah, hier, gleich Mission. So, die Befreiung des Kanbu. My sister speaks highly of you, though I'm yet to be convinced that the Kaijin can offer anything but disappointment. Perhaps you could help deal with a situation that has me at a disadvantage. Of course, failure has its own disgrace. A Yakuza Kanbu is in custody awaiting transfer for trial. He is a valued member of the family. Break him out of custody and get him to the dojo at Bedford Point. Oh nein, wir sollen jemanden befreien. Das ist jetzt aber nicht euer Ernst, oder? Okay. Ach, klar, ein Polizeiauto. Nicht wahr, oder? GG, wo ist denn die Polizeistation? Ich brauche die. Warte mal, hier könnte doch locker easy. Hier könnte doch locker easy die Bullenstation sein, oder? Ja. Hehe, GG, wie kommen wir da raus? Scheiße. Also ist ja schon an sich mega geil, dass die hier nicht jetzt gleich da rumstochern anfangen und so, ne? Aber die Cops sind halt schon irgendwie manchmal nervig. Ach, wir müssen jetzt wirklich einen Bullenwagen klauen. Warte mal, da steht doch einer. Das ist doch ein Plan. Bitte sei offen. Bau eine Bombe in den Wagen ein. Ja, wahrscheinlich. Nein.
Verdammt. Ja, das war echt genial. Meister Pedizzle, ich brauche dein Auto. Wie komme ich jetzt eigentlich auf Pedizzle? Pedizzle ist Paluten. Naja, egal. Kollege, ich brauche euer Auto. Unbedingt. Los. Ach du Scheiße. Das ist keine gute Idee, Michi. Das müssen wir nochmal versuchen. Das war kein guter Plan. Also wir sollten nach Möglichkeit vielleicht schauen, dass wir das Polizeiauto, was wir am Anfang bekommen können, nicht gleich komplett demolieren. Wenn die uns verhaften, sind wir instant. Mission fehlt. Es leckt gerade auch gar nicht oder so. Ja, auf zu lecken. So unerträglich manchmal mit euch. Also nicht mit euch, sondern mit Rockstar. Das hat überhaupt keinen Sinn, was wir da machen. Oh nee, wir müssen. Oh Mann, ich ahne, was jetzt kommt. Das wird so scheiße. Naja, wir müssen die Mission schaffen. Tür zu beim Fahren. Trottel. Okay, was passiert? Ich riskiere lieber nichts. Alter. Was habt ihr jetzt auf mich schießen, Mann? Ich brauch den Wagen noch. Ach so. Ich dachte schon. Wo zum Teufel? Muss ich hin? Also ich bin komplett falsch. So viel weiß ich. Bitte? Oh, wir haben einen Ami-Transporter gestreift. Das ist natürlich auch etwas kontraproduktiv. Ich glaube, wir haben es gefunden. Kollegen. Wo müssen wir da rein? Sieht nicht so aus, als könnte man die öffnen. Das ist auch nirgends. Wie so ein Painspray. Natürlich können wir den Bullenwagen nicht. Unfassbar. Was ist da? Da, jetzt bauen wir eine schöne Bombe. Das war so Bullenrevier. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob es hier irgendwo vielleicht eine Emulation oder was so gibt. Apropos Emulation, zu dem könnten wir nachher auch noch. Was wir, beziehungsweise was ich auf jeden Fall wieder brauche, sind Knarren. Ne? Ohne Knarren lässt sich ein bisschen schlecht schießen. Ich riskiere es. Holy, holy, holy.
Frage ist, was wird jetzt passieren? Komm, Alter, steig ein. Und drei Bullen gestern. So bin ich so geil. Also, du auf. Danke. Oh nein, Alter. Und da schön die ganzen Bullen. Ja, und jetzt, wir können nicht zu Painspray, Kollege. So, du weißt es nicht. Na super. Gibt's euch mal irgendeine Folge, wo wir jetzt nicht in die Scheiße setzen müssen? Jetzt bist du rein das Prinzip. Verpiss dich doch, Alter. Okay, sag jetzt aber bitte nicht, wir müssen zuerst die Painspray. Wie gesagt, wir können mit dem Bullenauto hier nicht so Spray and Pay fahren. Ich nenne es immer Spray and Pay. Nein, 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 das ist schlecht, das ist ganz schlecht. Wir sind die Bullen, wir haben die Sirene. Ich darf jetzt bloß keine Fahrfehler machen. Ich muss mir irgendwo, irgendwie muss ich mir ein anderes Auto besorgen. Junge, wir sind, da ist ein Parkplatz, das könnte klappen. Weißt du, wenn wir irgendwas über den Haufen fahren, gibt's Ärger. Ja. Komm, steig aus. Oh nein, oh nein, oh nein, das ist... Scheiße! Der Wichser. Weil der das Waffenarsenal nicht gewählt hat, weißt du? Ah, das kotzt mich so an. Also, alles doch mal von vorne. Okay, andere Taktik. Um nicht gleich von dem Bullen, sagen wir mal, gestoppt zu werden, nehmen wir jetzt einfach so ein Auto, was da vor der Bullenbase quasi rumsteht, oder? Wir können uns auch das hier nehmen. Das ist schnell. Naja, aber natürlich abgeschlossen. Das ist so klar. Nehmen wir den Mensch, der hier steht. Ja moin, wir haben Fahndungsstern, super. Brauchen wir jetzt aber gerade ungünstig. Müssen Schmiergeld nehmen. Ja, nee, ist klar, Wagen kaputt fahren, super. Und da wenigstens mal ein Polizeiauto, das ist ja schon mal was. Alter, wieso leckt denn GTA heute so, Mann? Das. Junge, GTA ist einfach nicht für diese neuen Betriebssysteme gemacht. Ich kann auf meinem Handy ja nicht mal GTA San Andreas ohne Abstürze zocken. Digga, das ist so dumm einfach. Ob da GTA Vice City hat lagfrei funktioniert. Aber Vice City wollt ihr nicht letzt. Boah, verpisst euch bloß, Alter. Ich habe eine Mission. Ich habe mir gedacht, ich let's play nicht GTA Vice City, weil das hat irgendwie schon jeder einmal auf YouTube let's played. Ja, hehe, genau. Weißt du, die schießen auf mich. Polizei sagt nix. Aber Hauptsache, ich fahre jemanden an, gleich ein Warnungslevel. Oh, kann ich kotzen. Scheiße. Das kann doch nicht wahr sein.
Ich habe auf diese scheiß Bombe gedrückt. Alter, sag jetzt bitte bloß nicht, ich steig aus und die Bombe ist scharf und dann kann ich nichts mehr machen. Ich sehe schon, wir kauen die ganze Folge. Ich sag's euch, die Folge wird so lange, bis die Mission geschafft ist. Ich warte so, dass es ähnlichst auf den Absturz, also. Aber heute leckt's ja wieder brutal. Ihr seht's. Ja, ist gut jetzt, GTA, wir wissen, dass du denkst. Leute, ignoriert das einfach. Das ist es, weil ich ein modernes Handy habe. Deshalb leckt das. Ja, wieso kann ich den nicht. Ach, leck mich doch, Alter. GTA ist einfach so ein doofes Spiel. Das Schlimme ist halt, das Let's Play wird tatsächlich genau so lange, bis ich alles durchgespielt habe. Also wir werden auch bald Bürgermissionen so machen. Aber richtige GTA-Folgen gibt es ohnehin erst wieder ohne Husten, wenn es mir besser geht. Also ich werde heute Abend im Livestream wahrscheinlich auch eher weniger reden, beziehungsweise Husten wird man so oder so hören. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt aussteige, ist dann die Bombe scharf. Okay, Gott sei Dank nicht. Wir müssen jetzt auf alle Fälle mal ein Auto dahin stellen auch, mit dem wir den Typ dann gleich holen können. Und dafür werden wir das Polizeiauto fast vorstellen müssen, weil sonst wird das nicht funktionieren. Und dann können wir hoffen, dass es funktioniert. Ich meine, ihr kennt mich ja schon. Ihr wisst ja, dass ich GTA 3 eher taktisch spiele, weil ich natürlich auch nie weiß, was jetzt alles passieren kann noch. Und so. Ich hoffe, das Tor bleibt jetzt offen. Wir brauchen auf jeden Fall war am besten nicht den, der ist angekratzt. Nehmen wir den. Der blinkt jetzt. Egal. Hör auf zu blinken. Scheiß Karre. Wir haben 18 Minuten schon. Okay, das Ding ist nämlich, wir müssen dann auch zu Pain Spray. Das wird nicht klappen, wenn wir einen Polizeiwagen haben. Okay, rein ins Auto. Hier, verdammt. Genau. Komm, Kollege, steig ein. Was ist jetzt los? Unbedingt. Die Frage ist ja sowieso, wieso, dass die einen Heli starten, obwohl die eigentlich wissen, dass es den eh nichts bringen wird. Weil, wenn ich bei Pain Spray war, ist so oder so alles wie vorher. Also ich habe eine andere Farbe im Auto. Das ist natürlich anders. Und da kommen die Bullen. Hallo, Servus.
Aber was machen hier drei Erfahrungssterne? Ich bin ja diese Profizocker hier, nicht? Ja, Profizocker. Davon merkt man noch gar nichts. Kacklappen, die können mich nämlich immer noch sehen, aber nicht mehr lang. Haha. Plan hat funktioniert. Ich. Warte mal. Verstecktes Päckchen. Kollege, warte. Muss man das mal kurz holen. Oh, ab zu Dojo. So. Übrigens habe ich mir jetzt überlegt, in 3 Wochen wird es dann jeden Tag 2 Folgen geben. Also, damit wir mal ein bisschen vorankommen, wird es 2 Folgen GTA 3 täglich geben. Geplant ist eine morgens, circa um 12. Und eine weitere. Eine weitere um 20 Uhr. Alter, 30.000 Tacken. Geil. Ja. Also, ich denke, das war's dann auch mit der heutigen Folge. Wir haben jetzt nicht wirklich was geschafft. Ich hoffe, ihr könnt mir das zumindest teilweise verzeihen. Ja, ich weiß, wir sind nicht weit gekommen. Aber die Mission ist auch scheiße zu spielen. Außerdem, Alter, warum leckt GTA so, ne? Das ist nervig. Minecraft ja auch manchmal. Minecraft ist auch so ein Spiel, das läuft nicht immer wirklich 100 Pro. Das ist dann auch immer verbuggt und will nicht. So. Schnell abspeichern. Zack, zack. Jo, und dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch natürlich gefallen hat, lasst ein Like da und einen Daumen nach oben. Kostenlos abonnieren wäre natürlich auch cool. Ich habe schon 82 Abonnenten. Ich hoffe, ich schaffe es dieses Jahr noch auf 100. Ist ja echt großartig. Danke dafür. Dann bis zum nächsten Mal. Und beziehungsweise bis heute Abend zum Stream. Denkt dran. Um circa 18 Uhr. 18.30 Uhr. Wird es losgehen. Vielleicht mit André, vielleicht ohne Spacken-LP, keine Ahnung. Wir schauen. Auf jeden Fall bis dahin. Haut rein.